irgendwie Schiss, da jetzt runter zu gehen, weil das uns Special-Typ wartet. Und ich weiß nicht genau, wie stark der ist. Naja, wir gehen das einfach mal. Probieren wir es, probieren wir es. Nashkill hat mir geholfen, oder wie? Wow. Warum kann ich das jetzt nicht machen? Ich hätte den killen müssen, oder wie? Ne, jetzt. Gib mir eine Sekunde. Das Signal ist gestört. Keine Gefallen. Checken wir das andere. Ja, okay, ein bisschen Entfernung, dann sieht es nichts mehr. Ich hab den doch eingesetzt, oder? Jetzt bin ich verwirrt. Säbelübertragung. Sind beide mit etwas in der Himmelsfahrt verbunden. Sehen wir uns das an. Oh, ich wollte ja noch skillen. Auch wenn es mich jetzt gerade aufs Maul gelegt hat. Ein Sparrow? Okay, irgendwas ist bei mir in der Nähe. Ich will jetzt gerade erstmal Skill machen. Skillpunkte, wo haben wir sie denn nochmal hier? Upgraden. Okay. Ah, jetzt ist er weg. Weil irgendwie... Ja. Weil halt, ne? Aber ich bin ab. Vor einer. Das war anscheinend gerade mein Superskill. Nicht schlecht, ey.
Haha. Die Gefallenen sind mit irgendetwas hinten in diesem Raum verbunden. Was ist denn für einer? Seid ihr denn für welche? Pisst euch. Au! Ich hab nur noch wenig Leben. Alter. Der Typ macht schon was. Okay, noch nicht ganz. Ich leb noch. Ich kämpf noch. Gefallenen wollen Zugriff auf diese Maschinen. Aber irgendetwas wehrt sich. Noch können wir es nicht zerstören. Das wird noch dauern. Ja, wir kommen wieder. Okay, mal damit nur 3 Schuss. Aber eine Fähre des Lichts ist. Da hat er dann anscheinend erhöhte Chance. Es geht aber schon böse ab, ne? Boah, meine Hände schwitzen. Mann. Was ist das denn? Ein Captain ist weg. Und der letzte, wo ist er? Geschossen. Mann, ey, das ist schon böse.
Boah, ich wüsste mal gern, was Tadi da hinten machen. Was das für Dinger darstellen soll. Zerstöre die Gefallenenverteidigung. Aber lieben gerne. Viel haben sie nicht bekommen wegen der Fireball. Alte Erde. Russisch. Hör mal. Die Legenden stimmen. Es hat wirklich ein Kriegsgeist den Untergang überlebt. Rasputin. Eine KI zur Verteidigung der Erde. Er hat die Dunkelheit bekämpft und überlebt. Und er schützt etwas hier im Kosmodrom. Wir müssen irgendwie an ihn rankommen. So, jetzt gehen wir dann wieder mal in die Dings. Turm. Oder wie die Stadt da heißt. Dann lassen wir uns mal unsere Sachen hier dekodieren und ich trinke mal schnell einen Schluck. Ah, geil. Aber wirklich, das ist seit langem ein Spiel, das ich extrem gern spiele. Ich weiß nicht, das ist auch mal was anderes als die anderen Spiele. Ich glaube, wenn das rauskommen wird, das werde ich schon ziemlich suchten, weil das Spiel, das hat echt irgendwie Suchteffekte. Jetzt schon, die Beta, die macht mir schon höllisch viel Spaß. Aber ich finde es echt schade, dass ich den Sound noch nicht einstellen kann, weil ich will euch ja eigentlich bieten, dass ihr mich versteht und dass ihr noch zu gutes Spiel hört. Aber jetzt halt in Kämpfen hört man meine Stimme schlecht und ich sehe schon wieder, was das für ein Gehate oder ein Geflame gibt. Also ich hoffe es zwar nicht, aber ich glaube schon, dass sowas kommen wird. Oh, Spiel geht ja weiter. Müssen wir hier Fenster aufmachen. Seine Hitze. Obwohl es draußen noch wärmer ist. So. Wie lange geht denn das noch? Das Let's Play, ja, eine Minute. Ist natürlich nicht mehr lange, ne? Dann schauen wir so lange noch schnell, was wir hier haben. Entkrampfen und dockieren. Pass gut auf, was du damit anvisierst. Okay, was war das jetzt? Kommt wieder. Was war das denn jetzt? Optionen. Hier. Searcher Typ 35 Handfeuerwaffe. Massiven Schaden geben Searcher erst den richtigen Kick. 28 Scout Gewehr. Ne, dann nehmen wir mal den 33er Revolver. Falls der scheiße ist, können wir den ja wieder rausmachen. Aber naja. Wird sicherlich schon gehen.